auf den Weg nach Nordkirchen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne heute ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin mal wieder am Schloss Nordkirchen. Und zwar hat das einen bestimmten Grund. Und ich habe nämlich an diesem Wochenende ein kleines Jubiläum. Und zwar am 17. Januar 2015 habe ich damals mein erstes Video hochgeladen. Das war die Tour bei Mülheim, die Bachtäler bei Mülheim. Und damals das zweite Video war dann hier am Schloss Nordkirchen. Ich hatte heute spontan Lust, die Tour nochmal zu gehen. Ja, als ich damals vor einem Jahr hier die Strecke gegangen bin, war es so, dass es auch anfing mit dem Winter, es fing an zu schneien. Es war damals ein Wochenende später und das ist eigentlich der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich laufe jetzt heute zu diesem Anlass die Strecke nochmal. Also kommt mit. Ja, dieses Video wird wohl auch etwas länger werden, weil ich habe beschlossen, auf dieser Tour so das vergangene Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen. Für mich war es ein ganz tolles Jahr. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Viel von meiner Heimat erfahren, beziehungsweise so der nähere Umkreis, sag ich mal. Und ja, im Prinzip seid ihr ja auch so ein bisschen mit dran schuld, sag ich jetzt mal so, dass es meinen Kanal noch gibt, weil wenn ihr nicht ständig mal einen netten Kommentar unter meine Videos setzen würdet oder meine Videos überhaupt nicht anschauen würdet, würde ich jetzt dieses Video wahrscheinlich auch nicht drehen, weil wenn sich da überhaupt keiner für interessiert, dann wird auch keiner großartig Videos veröffentlichen. Ja, für diejenigen, die es interessiert, mal ein bisschen zur Geschichte. Und zwar war es so, dass Schloss Nordkirchen damals wohl so ziemlich das einzige Schloss war, was im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde. Es gehörte damals einem Belgier und der hat wohl aufs Dach Bettlaken mit weiße Bettlaken mit roten Kreuzen spannen lassen, so dass es so aussah, als wäre es ein Lazarett, obwohl es gar keins war. Mittlerweile ist das Schloss im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen und es kann in Teilen auf Führung besichtigt werden, aber wie gesagt nur in Teilen, da das Land Nordrhein-Westfalen dieses Schloss dazu nutzt, seine
Finanzbeamten auszubilden. Zumindest die, die eine höhere Laufbahn anstreben. Des Weiteren gibt es hier natürlich auch Möglichkeiten zu heiraten und Konzerte soll es hier auch in regelmäßigen Abständen gehen. Das erste Stück der Strecke führt mich hier durch den schönen Park. Schloss Nordkirchen wird auch das Versailles Nordrhein-Westfalens genannt, weil es halt von sehr viel Wassergräben umgeben ist. Na und nach meiner Tour letztes Jahr hier am Schloss Nordkirchen habe ich euch dann das erste Mal mit auf einen kleinen Urlaub genommen, damals in den Thüringer Wald. Da ging es dann richtig in den Schnee. Okay, es war damals auch nur für 2 Tage oder 3 Tage. Und leider habe ich da damals eine starke Erkältung bekommen, so dass ich dann da so viel auch gar nicht unternehmen konnte. Ja, und nachdem ich dann letztes Jahr im Februar vom Thüringer Wald zurückkam, habe ich dann einige Touren dann auch wieder in der Nähe unternommen und habe dann eigentlich relativ schnell für mich die Wege der Wasserwanderwelt entdeckt. Ich muss sagen, fast alle von diesen Wegen, das sind ja Premium-Wanderwege, fast alle von diesen Wegen haben mir bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Mir fehlen noch 2 Stück in der Sammlung, noch ein so ein ganz kurzer, 6 Kilometer oder so, und dann nochmal ein etwas längerer. Die werde ich dann dieses Jahr irgendwann auch nochmal ablaufen. Ja, und dann ging es auch schon weiter. Dann bin ich dann etwas länger in den Urlaub gefahren. Das war Anfang Mai. Bin ich in den Harz gefahren. Hab da einige Touren unternommen. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Stempelsammler für die Harzer Wandernadel. Hab mir da einige organisiert, bin von der bronzenen, die ich schon hatte, über die silberne, dann jetzt auf die goldene Wandernadel gesprungen und der Harz ist immer noch so eins meiner Lieblingsreiseziele und so werde ich auch dieses Jahr den Harz mal wieder besuchen. Ja, und ich hatte ja gehofft, dass wir heute ein bisschen mehr Schnee als Regen bekommen, aber im Moment sieht es noch so aus, als würde es bei Regen bleiben. Oh Mann, das Wetter wird ja immer ungemütlicher, aber zum Glück ist hier eine Schutzhütte. Kann ich mir jetzt erstmal einen Tee kochen. So, jetzt gibt es erstmal einen Tee.
verdammt nass heute. Aber ich wusste ja, dass ich hier ungefähr auf der Mitte der Strecke hier diese Schutzhütte finde. Aber ich ziehe mir jetzt erst noch mal was an. Das ist sonst zu kühl. So, ich habe mir jetzt für die Pause noch mal eine zusätzliche Weste drunter gezogen. Ja, ich muss sagen, als ich letztes Mal hier war, war an der Straße hier vorne nicht so viel los. Von daher habe ich gedacht, oh, dann kannst du ja auch wieder hier Pause machen. Aber leider ist hier heute ein bisschen mehr Verkehr. Aber was soll ich machen? Hier bin ich auf jeden Fall vor Wind und Wetter geschützt. Da bietet sich das nun mal an. Oh, der Wind fehlt hier aber ganz, weht hier ganz schön rein. Ja, nachdem ich dann hier in der Gegend wieder ein paar Touren unternommen hatte, bin ich dann zu einer Familienfeier nach Bayern gefahren und habe dann mit meinem Cousin Peter vom Kanal Uni in Motion auch noch ein paar Touren unternommen. Der Peter macht mehr so Klettervideos, wer da Interesse hat. Ich verlinke unten mal seinen Kanal. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf jeden Fall habe ich mit dem Peter auch ein paar schöne Touren unternommen, wo ihr dann zum Teil auch mit wart. So, und nachdem ich jetzt alles aufgeräumt habe, kann ich die Hütte wieder verlassen. Und es regnet jetzt auch nicht mehr so stark wie vorhin. Also langsam wird das hier ganz schön ungemütlich. Hier außerhalb des Waldes kann der Wind natürlich über die Felder fegen. Und zum Glück ist hier auf der Seite hinter der Kamera, von wo der Wind hauptsächlich kommt, einiges an Gestrüpp. Da wird der Wind dann doch noch ein bisschen abgehalten. Aber immer wieder, so wie hier, hast du dann so kahle Flächen. Da kann der Wind dann natürlich ungehindert angreifen. Dazu dann das feuchte Wetter. Naja, aber solange es nicht stärker anfängt zu regnen, ist alles gut. Ja, und dann letztes Jahr zum Herbst hin war es dann endlich soweit. Ich habe die 100 Abonnenten-Marke geknackt und habe zu einem Giveaway aufgerufen. Ihr solltet mir VAs damals machen zum Thema Moos. Geht raus und zeigt mir Moos. Und da muss ich sagen, da sind wirklich ganz, ganz tolle VAs zusammengekommen. Das hat mir richtig Spaß gemacht und auch ein bisschen stolz gemacht, dass da dann doch so viele dran teilgenommen haben und sich auch richtig Mühe gegeben haben, da ein schönes Filmchen zusammenzustellen. Ja, und dann zum Ende des Jahres hin, nach dem Giveaway, nach der Verlosung, wurde es dann bei mir auf dem Kanal ein wenig ruhiger.
Das liegt einfach daran, dass ich auf der Arbeit zum Jahresende hin immer ein bisschen mehr zu tun habe. Und da habe ich dann die Zeit mehr für mich genutzt. Bin zwar auch meine Touren gegangen, hatte auch die Kamera mit, aber ich habe längst nicht alles gefilmt und auch nicht alles veröffentlicht. Aber ich habe auch noch den einen oder anderen Film jetzt auf der Festplatte. Ich habe noch zum Beispiel 2 Etappen vom Neanderlandsteig. Die muss ich noch schneiden. Mal schauen, wann ich dazu komme. Den Neanderlandsteig, den werde ich dann jetzt demnächst dann auch weitergehen. Also den möchte ich schon dann nach und nach komplett machen. So, ich bin jetzt auf den letzten Metern wieder auf dem Rückweg, sag ich jetzt mal, zum Schloss. Bin jetzt so auf den letzten paar hundert Metern vor dem Schlosspark bzw. vor dem Schlosswald, wenn man von hinten aufs Schloss zugeht, kommt man erstmal nochmal durch so ein Waldgebiet, bevor dann der eigentliche Park anfängt. Ja, schauen wir mal. Irgendwie will es heute auch nicht so richtig hell werden. Bin jetzt auf dem Weg von hinten auf das Schloss zu, durch den hinteren Wald bzw. dann später durch den hinteren Schlosspark geht es dann Richtung Schloss und zum Auto zurück. Ich muss sagen, das Wetter wird jetzt auch immer unangenehmer, es wird immer windiger und zwischendurch gibt es dann auch immer mal wieder starke Regenschauer, zwar nur ganz kurz, aber wenn es so windig und nass gleichzeitig ist, ist immer sehr unangenehm. So, ich bin dann am Schloss Kirchen wieder zurück. Ich hoffe, euch hat die Reise in die Vergangenheit meines Kanals genauso gefallen wie mir. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.